Willkommen bei uns im Kanal. Wir haben was Neues für euch. Milka Schokoladentafeln Pata Milka. Diese Milka Schokolade gibt es derzeit nur in Frankreich. Die enthält Milka Schokolade mit Haselnusscreme-Füllung. Pata Milka ist der Name für die Milka Haselnussfüllung in Frankreich. Schmeckt ein bisschen leicht anders wie die deutsche Version, aber kommt dem schon ziemlich nahe. Ja, das hat Frankreich Milka zum Anlass genommen und eine Milka-Schokolade herausgebracht als Tafel mit Pata Milka-Füllung. Hier habt ihr mal die Nährwerte. Die hat also auf 100 Gramm 549, das ist so normaler Durchschnitt für eine Schokoladentafel, zwischen 500 und 600 Kalorien pro 100 Gramm. Dann hätten wir hier die Zutaten. 13% Nuss-Nougat-Creme. Dann wollen wir uns die mal anschauen. Wir öffnen sie mit dem praktischen Verschluss. Sieht auf den ersten Blick aus wie eine normale Milka-Tafel. Öffnen Sie mal im Ganzen. Drehen Sie auch mal um. Ganz normale Milka-Schokolade. Oh, sie ist sehr weich, obwohl sie nur bei Zimmertemperatur gelagert haben. So sieht sie dann innen aus. Man kann jetzt nicht viel erkennen. Und vom Geschmack her sehr Milka mit Nougatcreme. Lecker.